Ja, heute werfen wir mal einen kleinen Blick hier in meine Sicherungskiste, wie man unschwer erkennen kann, diverse Typen. Und da macht auch bestimmt ein bisschen was von Sinn zu verbauen, zumindest wenn man vermeiden möchte, dass einem die Bude abfackelt. Ja, die klassischen Sicherungen, das ist hier sowas, normale Schmelzsicherungen, das heißt, hier kann man es schön sehen, da hat man einen entsprechenden Draht innen drin. Der, wenn eine Überlast stattfindet, dann schlicht und ergreifend schmilzt. Der Kontakt ist dann entsprechend unterbrochen und ja, unsere Schaltung ist geschützt. Problem an hier den Teilen, na, die lassen sich nur einmal verwenden. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, dann ist sie hinüber und muss getauscht werden. Bei hier denen geht das noch, das sind solche Autosicherungen. Auch hier sowas, 6x30er oder 5x20er, solche Glassicherungen. Das ist relativ schnell zu tauschen, wird aber spätestens dann ungemütlich, wenn man hier sowas hat. Das sind Sicherungen, in dem Fall hier 310, 315 mA und die werden aufs Board drauf gelötet, also auf eine Platine. Ja, das heißt dann in dem Fall, wenn das Ding durchbrennt, muss man schon den Lötkolben auspacken. Das sollte also möglichst nicht passieren. Und ja, von hier solchen kleinen SMD-Bauformen wollen wir mal gar nicht anfangen. Das ist jetzt beispielsweise, ich meine, 1206, genau, da steht es ja auch. Die tauscht ihr so schnell nicht. So, was machen wir also jetzt, wenn wir haben wollen, dass das nicht direkt durchbrennt? Nun, wir können einen Sicherungsautomaten benutzen. Die hatte ich ja schon mal gezeigt, hier diese Leitungsschutzschalter. Die, wenn die auslösen, kann man einfach wieder den Hebel hochmachen und man hat wieder Strom. Aber, tja, wenn wir mal so vergleichen, größentechnisch ein bisschen doof. Da gibt es noch so ein Zwischenteil, das wollen wir uns dann heute anschauen. Und das sind diese Teile hier, die sogenannten PPTCs. Wenn man sich den Namen anguckt, PPTC, ja, da sieht man schon, da steckt so PTC drin. PTC, Positive Temperature Coefficient. Das ist also eine Sicherung, ein Widerstand, wo der Widerstand größer wird, je wärmer das Teil wird. Das hier, das ist die Polymer Positive Temperature Coefficient. Das ist im Prinzip dasselbe Konzept, nur als Sicherung ausgeführt, das heißt mit einem wesentlich steileren Anstieg. Je nachdem, von welchem Hersteller ihr das kauft, heißen die auch anders. PFA, PolySwitch, Multifuse, PolyFuse, EverFuse, wie auch immer. Und der große Vorteil ist, nun, ich habe es ja gerade schon gesagt, PTC, Temperatur, ja. Die Teile hier, die arbeiten nicht mit einem Draht in der Mitte, sondern mit einem entsprechenden Polymer bzw. einem Material innen drin, was auf Hitze reagiert. Wenn zu viel Strom fließt, wird das Teil immer wärmer und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo ein extrem hoher Widerstand erreicht wird und das ist dann quasi offen. Der große Vorteil hier bei den Dingern, nun wenn sie wieder abkühlen, dann ist der Kontakt auch wieder geschlossen. Die Sicherung schaltet sich also selbstständig wieder ein. Das heißt, wir brauchen nicht die Sicherung zu wechseln oder einen Schalter zu machen, sondern es reicht, den Fehler zu entfernen, das Ding kühlt wieder ab und wir können weiterarbeiten. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man irgendwas absichern möchte, wo sehr wahrscheinlich ist, dass da mal was auftreten kann. Prominentes Beispiel, wo die hier verbaut sind, sind zum Beispiel USB-Ports. Ja, es kann immer mal passieren, dass einer ein kaputtes USB-Gerät reinsteckt. Hey, die Sicherung löst aus, USB-Gerät wird abgezogen, das Ding funktioniert wieder. Macht durchaus Sinn. So, gegenüber so einer Glassicherung haben wir natürlich ein paar Einschränkungen, um es mal so zu sagen. Hier haben wir ja einen Draht, der wirklich physikalisch dann auf einmal weg ist. Das heißt, wir haben da so ein bisschen Luft dazwischen. Das isoliert besser, der Draht kann schneller durchbrennen. Das heißt, ja, die Eigenschaften hier von denen sind nicht ganz so toll. Die meisten hiervon, da reden wir so irgendwie von 40 Volt oder 60 Volt als Maximum. Und bei der Ampere, bei der Belastbarkeitsgrenze, das hier ist jetzt zum Beispiel eine 900 mA Sicherung, soweit ich das sehe. Ja, da können wir davon ausgehen, mehr als so 30, 40 Ampere kann die im Fehlerfall auch nicht abschalten. Weiterhin kommt dazu, wie schon gesagt, das Ding arbeitet auf Temperaturbasis, das heißt, es muss sich erst erhitzen. Das heißt, hier reden wir irgendwo so von 5, 10, vielleicht sogar 15 Sekunden, bis das diese Sicherung auslöst. Jedenfalls natürlich alles je nachdem, welche Last wir da drauf geben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es ist ein Widerstand. Der ist zwar relativ klein, wenn das Ding kalt ist, aber den müssen wir natürlich auch beachten. Das heißt so ja, 100, 200, 300 Milliohm dürfte der auch im kalten Zustand haben. Das heißt, wenn man da entsprechend viel Ampere drüber schiebt, dann wird das Ding natürlich auch von Haus aus schon warm. Und natürlich, was auch eventuell ein Problem sein kann, je nachdem, wo es benutzt, es ist natürlich auch temperaturabhängig, also wenn es draußen gerade irgendwo in der Pampa hängt und es sind gerade minus 40 Grad,
Nun, dann braucht die Sicherung auch entsprechend lange, um anzuspringen. Das heißt also, die Zeit ändert sich ein bisschen. Von den Kosten her sind sie natürlich teurer als normale Sicherungen. Hier so Glassicherungen, da reden wir irgendwie im 100er Pack von 3 Euro ab Werk. Bei denen hier reden wir ungefähr so von 7 Euro. Die gefüllten, quarzgefüllten Sicherungen sind knapp drunter, würde ich sagen. Also eher teure Sicherungen, aber wie gesagt, haben den großen Vorteil, man kann sie theoretisch zumindest mehrmals verwenden. Und kurzer Blick mal hier rüber, beispielhaft von der Firma Schurter. Das sind die PRFAs, da habe ich ein paar in der Kiste. Das ist die 0900er, war zwar jetzt keine von denen, aber ich weiß jetzt nicht, von wem die bestellt war. Und wenn wir mal hier drüber gucken, dann sehen wir hier, irgendwo kommen die Linien. Das sind auch alles die Größen. Genau, und hier sehen wir, hier ist da schon mal der Thermal Derating Chart I Hold. Da können wir mal gucken. PFA 090, also 900 mA. Wenn wir hier sehen, 900 mA stimmt, aber nur bei 23 Grad. Wenn wir 0 Grad Celsius haben, dann reden wir von 1,07 Ampere und bei 40 Grad sind es halt nur 730 mA. Je wärmer wir werden, desto weniger wird es, je kälter, desto mehr. Das ist natürlich eine Sache. Zudem haben wir hier die Characteristics. Wo ist die Zeile? Genau, hier. Und zwar können wir maximal 60 Volt machen hier bei denen. Abschalten kann er bis zu 40 Ampere. 0,9 hatten wir schon gesagt. Und Trip ist bei 1,8 gesetzt, also dem Doppelten. Außerdem haben wir hier auch noch die Widerstände. Das heißt, initial haben wir 140 Milliohm hier. Initial Max 310 Milliohm, nach einer Stunde 470 Milliohm, also schon fast ein halbes Ohm an Widerstand. Und wir sehen eine Max Time to Trip von 4,5 Sekunden hier in dem Fall. Also die Maximalzeit wird bei 4,5 Ampere spezifiziert und da dauert es dann 7,2 Sekunden, bis das Ding auslöst. Und wenn wir jetzt hier runter gucken, einfach mal bei den größeren Sicherungen, hier beispielsweise eine 11 Ampere, da reden wir dann schon nicht mehr von 7 Sekunden, sondern da reden wir von 20 Sekunden. Das heißt also, je größer die Sicherung wird, je größer der Strom, der gehalten werden kann, desto länger dauert es, bis das diese Sicherungen auslösen. Zum Innenleben gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Die Wikipedia ist etwas ausschweifend und sagt, das Festkörpermaterial wäre ein mit elementarem Kohlenstoff gefülltes und dadurch leitfähiges Polymer. Bleiben wir bei der einfachen Beschreibung, würde ich sagen. Es ist Plastik mit Ruß reingemischt. Mehr nicht. Und dann schauen wir uns noch einen kleinen Testaufbau an. Ich habe hier einen dieser PPTCs mal angeklemmt. Das ist die 900 mA, die wir eben gesehen haben. Und wie wir schon gesagt haben, 900 mA ist der Hold Current, das heißt 900 mA kann das Ding dauerhaft aushalten. Angeklemmt ist das Ganze an hier meiner entsprechenden Last, das heißt im Moment eingestellt auf 0,2 Ampere. Und ich habe noch zwei LEDs dran gebastelt. Rot ist die Eingangsspannung, gelb ist die Ausgangsspannung, also hinter dieser PPTC. Das heißt, wir können sehen, wenn die gelbe LED ausgeht, dann hat hier der ausgeschaltet und entsprechend hat die Sicherung sozusagen ausgelöst. Ich würde mal sagen, wir fangen da einfach an und gucken mal, was passiert. So, wie wir sehen können, im Moment ist noch alles relativ kühl. Bei mir ein Peak so bei 37 Grad. Das ist aber die Stromversorgung von meinem entsprechenden Modul. Und dann würde ich mal sagen, schalten wir das Ding mal ein, direkt auf 900 mA, weil die soll er ja aushalten können. Machen wir auf Run. Und ja, die LED geht schon aus. Machen wir ein bisschen Voltage Drop darüber. Spannung mal etwas anheben, dass die LED wieder angeht. So. So sollte das passen. Und wir sehen auf dem Bild schon relativ gut die PPTC hier. Die wird relativ warm. Wenn ich hier drüber gehe, kann man auch gut sehen. Ja, das ist sie definitiv. Aber das sollte sie eigentlich dauerhaft aushalten. Das heißt, wir lassen sie einfach mal so ein paar Minuten laufen. Dann gucken wir gleich nochmal da drauf. Ja, wir sehen, die rote LED hat gerade das zeitliche gesegnet. Das war wohl ein bisschen viel Spannung. Aber wir sehen hier ja noch 1,88 Volt haben wir noch am Eingang. Also im Moment ist noch alles in Ordnung. Und die gelbe LED, wie wir sehen, die leuchtet fleißig vor sich hin. Und jetzt sind ungefähr so 9 Minuten vergangen. Und wir sehen immer noch relativ passabel 40, 41 Grad. Ich denke, damit können wir leben. Das Modul selber, das wirft natürlich jetzt auch entsprechend wärmer ab. Aber PPTC im grünen Bereich. Ich werde den jetzt mal hier so noch ein Stündchen oder sowas weiterlaufen lassen.
Mal gucken wir nachher nochmal drauf. Und etwa eine Stunde später, und es sieht nicht wirklich anders aus. Wenn wir mal abschirmen, dann sehen wir, der PTC, der ist so bei 41 Grad rum. Also hat sich anscheinend stabilisiert. Nun, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir ein bisschen mehr Strom ziehen. Sagen wir mal, wir holen das Doppelte. Das heißt also statt 90, 180, also 1,8 mA. Und wann er den auslöst. Also fahren wir erst einmal hier runter und stellen den hier ein. 1,8 haben wir gesagt. Okay. Und Start. Das Ganze läuft. Gehen wir wieder ein bisschen hoch, dass wir die LED wieder zum Leuchten bekommen hier. Und da sehen wir schon, da hat er ausgeschaltet. Das Ding ist bei 88 Grad. Also ging relativ flott. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Aber, ja, ich würde mal sagen, Sicherung hat ausgelöst. Jetzt können wir das Spielchen mal andersrum spielen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hin und holen die Last da runter. So, Last ist gleich 0 und die LED ist noch aus, müsste dann aber gleich eigentlich, ja, da leuchtet es schon wieder, ohne dass wir irgendwas getan haben, außer den Fehler zu beseitigen, im Sinne von die zu hohe Last, haben wir jetzt wieder unsere Verbindung, die Sicherung ist wieder da und wir können wieder neu ziehen, löst direkt wieder aus, also, ja, ich würde mal sagen, die Sicherung funktioniert. Und das Ganze können wir uns hier nochmal auf dem Oszilloskop anschauen. Ist entsprechend langsam eingestellt. 2,5 Sekunden ist jedes dieser Kästchen. Und ja, wir haben hier so einen Verlauf von einem Fehlerfall. Wir fangen am Anfang an, da haben wir 13,5 Volt draufgegeben. Also so eine typische Autobatteriespannung, sage ich mal. Und wir sehen, da, wenn das erste Kästchen aufhört, so nach 2,5 Sekunden, da habe ich die Last eingeschaltet. 1,8 Ampere ist eine 900 mA Sicherung, also das Doppelte. Und wir sehen, ja, es läuft erstmal eine ganz lange Zeit weiter, bis hier hinten, denn da haben wir dann die Zieltemperatur erreicht, das Ding ist warm genug geworden und wir sehen, dass die Spannung sehr schnell abfällt. Und das ist halt auch der Unterschied zu so einem klassischen PTC, denn bei einem PTC, da versucht man ja möglichst das Ganze linear zu halten, das heißt, mit jedem Grad, was wir wärmer werden, ändert sich auch der Widerstand entsprechend. Hier ist das nicht so, wir sehen am Anfang der Widerstand, man kann so ein bisschen Zacken sehen, dass sich da tatsächlich was tut, aber wirklich einen Unterschied sieht man nicht. Aber wenn wir gegen die Temperatur kommen, die gewünscht ist als Maximaltemperatur, dann steigt der rapide an, der Widerstand, und entsprechend, ja, ist das dann quasi wie abschalten. Wir können allerdings auch relativ gut sehen, ja, das ist eine Menge Strecke, also wie schon gesagt, eine Menge Zeit. In jedem Fall reden wir aus einem kalten Zustand, das heißt also von Raumtemperatur, frisch eingeschaltet, von ungefähr 26,5 Sekunden, die wir hier bei doppelter Last brauchen, bis das diese Sicherung auslöst. Ja, ich denke, das soll auch mal als Blick auf diese kleinen Helferlein genügen. Wie gesagt, sie haben ein paar Einschränkungen, weil sie halt nicht so viel abschalten können, relativ langsam sind. Das heißt, als einzige Sicherheitsmaßnahme sind die meistens nicht geeignet. Aber gerade wenn man die kombiniert mit anderen Sicherungsmaßnahmen, kann das durchaus sinnvoll sein. Beispielsweise hier so eine PPTC direkt an einem Port, wo ein Nutzer was einsteckt. Und dann weiter hinten im System immer noch eine Schmelzsicherung, die bei größeren Fehlerfällen dann direkt abschalten kann und ja, dann kaputt ist. Aber solange der Nutzer da vorne nur ein bisschen Blödsinn baut, ja, dann fliegt halt im Zweifelsfall erstmal hier der PPTC und ja, wenn der Fehler weg ist, dann geht das Ding irgendwann wieder von selber und man muss nicht irgendwie das Board wegschmeißen oder ja, irgendwelche Sicherungen tauschen. Ich meine, ich hatte hier auf dem Kanal ja schon einige Reparaturen, wo eben diese Sicherungen, die auf Boards verlötet waren, durchaus schon mal kaputt waren. Also es ist jetzt nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Und an den Stellen kann es dann durchaus Sinn machen, das extra Geld zu investieren, noch hier so eine PPTC reinzumachen, einfach um die Haltbarkeit vom Produkt zu verbessern. Ich hatte ja schon gesagt, ich nutze es beispielsweise hier in meiner Solarverteilung. Da habe ich natürlich auch richtige Schmelzsicherungen, um die einzelnen Stränge abzusichern, dass da die Kabel mir nicht durchbrutzeln. Aber wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, eine LED dran habe, wo ich weiß, hey, die zieht nur 1 Ampere. Wieso sollte ich das Ding dann mit der Hauptsicherung nur abgesichert lassen, die irgendwie 10 Ampere darüber prügeln kann? Nein, da habe ich dann entsprechend auch meine 1 Ampere-ich-PPTC mit dabei.
Das heißt, wenn die LED mal eine Fehlfunktion hat oder da irgendetwas schief geht, ja, dann fällt erstmal nur dieser PPTC wahrscheinlich und der Rest von der Anlage läuft noch. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, wie gesagt, die werden warm, also vielleicht jetzt nicht gerade irgendwo, wo Stoff ist oder Holz oder ähnliches, direkt dran machen, aber gut, das sollte bei Elektroinstallation ja ohnehin Abstand gehalten werden. Aber genug gefaselt, ihr habt gesehen, wenn man die Eigenheiten kennt, dann lösen die auch zuverlässig aus. Wir haben die Kennlinien und alles gesehen und ich würde mal sagen, ja, auch wenn das die No-Name waren, die ich mir aus der Kiste gegriffen habe, die tun, was sie sollen. So, das war jetzt keine Absicht. What the... Nein.